wird, komme ich klar. So, damit haben wir alle Geräte platt gemacht. Jetzt müssen wir nur noch mal mit dem Gefangenen ein kleines Geschäftchen aushandeln und dann mal sehen, was er uns anbieten kann, damit wir nicht gleich sein Gerät kaputt machen. The Diamond Avatar Empty Runs. Sinieski Hedruli. Das Brulife Hedan Dankwa. Bibian Fructa Mifil Töfnama Kapel. Okay, noch ein paar letzte Worte. Wollt ihr noch etwas sagen, ehe ich euch vernichte? Vor Gänge, Blili. Der Dev Mulle Hele, sie ist mir hilfe da. Perdempfuden, der Gebackjack ist denn ja. Aha. Gut, für das Imperium. Im Gegenzug für eure Dienste verschone ich euch. Seid dankbar. Okay, haben wir Glow was fürs Raumschiff gekriegt, ne? Ja. Was ist das denn? Git, wie hässlich ist das denn? So, jetzt teleportieren wir uns mal kurz zurück. Warte mal, wir besprechen mit dem Gola, Reise und Alderan. Achso, Hobbyarchi. Ich liefere Ihnen etwas, das alle Erwartungen übertreffen sollte. Sie haben nichts anderes verdient. Ich weiß, nur das Beste vom Besten. Ausgezeichnet. Ich hatte mich gerade schon gefragt, was ich für Sie tun könnte. Wie wär's denn stattdessen mit Antworten und nicht mit Fragen? Eine triumphale Rückkehr. Meine Sensoren zeigen mir zumindest an, dass alle meine geflohenen Gefangenen tot sind. Dafür danke ich euch. Ist der Jedi auch gefallen? Sie sind alle tot. Die Republik hat gelernt, unsere Präsenz auf Tatooine nicht zu unterschätzen. Diese Lektion hatten Sie doch eigentlich schon im letzten Krieg gelernt, oder? Der imperiale Bergungsdienst wird alles darüber erfahren, wie ihr die 2 Dutzend Jedi besiegt habt, die uns so hinterhältig überfallen haben. Nein, sagt nichts. Ich könnte mich beim Überfall verzählt haben. Sie haben keine Möglichkeit, es zu überprüfen. Lasst sie so beeindruckt von euch sein, wie ich es bin. Genau, der Typ ist doch in Ordnung. So, nee, ist schlechter als unsere Rüstung. Aber wie sieht's aus? So. Sprich mit Captain Gola. Mache ich einen Flugdatenschreiber noch oder lasse ich das sein? Ich wüsste es jetzt nicht. Habe ich mich noch nicht entschieden. Aber wirklich, ey, ich krieg noch wahnsinnig mehr Rücken. Mein Rücken, der juckt dermaßen, ey. Und dann genau an die Stellen, wo kein Schwein rankommt.
Ja. Was ist los? Was los ist? Nun ja. Du bist in meinem Team, das ist los. Sieh an, wer wieder da ist. Ich fürchtete, wir hätten euch an dieses Tscherka-Grab verloren. Schön, dass ihr am Leben seid. Ihr wollt sicher ruhen, aber sagt mir doch, habt ihr die Artefakte gefunden? Diese fremdartige Kiste wird alles erklären. In diesem Gerät ist ein fremdartiger Geist. Er war für die Zerstörung von Tscherka verantwortlich. Er sagt, er will mit uns zusammenarbeiten. Da drin befindet sich Intelligenz? Das ist einfach unglaublich. Unvorstellbar. Wir können hier einen ersten Test durchführen, aber ein Fund wie dieser muss nach Drum und Kars gebracht werden. Ihr habt das Blatt dieser Expedition gewendet. Nach den ganzen Rückschlägen hätte ich nie gedacht, ich würde je einen Missionsbericht einreichen, geschweige denn einen Sieg verkünden. All das dank mir. Wenn ich nicht hier gewesen wäre, würdet ihr immer noch nach Tscherkas Droiden suchen. Und vielleicht hätten wir die Javas nicht gefunden und das erste Artefakt nicht aktiviert. Schwer zu sagen. Da Darth Silta tot ist, übernehme ich. Wenn ihr je unsere Hilfe braucht, ihr wisst, wo ihr mich findet. So, dafür seid ihr willkommen qualifiziert. Ich wäre überrascht, wenn Mos Eila in einem Monat noch steht. Ich werde mein Bestes geben. Sichere Reise da draußen. Und seid vorsichtig. Diese Galaxis birgt jede Menge alter Geheimnisse. Wenn man sie gesehen hat, neigen Sie dazu, den Blick zu erwidern. Aha. Schön für ihn. So, Goldsandschuhe. Müsste man jetzt abwägen, ob die besser sind als unsere. Die haben mehr Zielgenauigkeit, mehr Ausdauer, Angriffskraft. Dafür haben unsere mehr Rüstung. Crit haben unsere und Wogenwert. Ich nehme die Marken. So. Dann wollen wir jetzt mal wieder zum Raumhafen zurückkehren. Nee, ich mache den Flugdatenschreiber jetzt nicht. Lord Krümel, lese ich auch andauernd. Level 33 ist er. Kinder der Sterne. Die Betonung liegt wahrscheinlich auf Kinder. Zeige alle autorisierten Ziele an. Sehr gute Frage, Gold. Dich? Reiseroute bestätigt. So, wenn wir die Quest abgeben, kriegen wir einmal Planetenauszeichnungen, einen Lagerkasten oder halt ein paar Verbesserungen. So, Reise nach Alderaan. Gibt 3000 Erfahrung und 800 Credits, nur dass wir nach Alderaan reisen.
So, hier ist ja wieder Java-Handel. Die Helden 4, die sind ja schließlich alle, setzen sich alle 24 Stunden zurück. Und sprich sind wiederholbar. Mittlerweile kann man sich auch Towntowns holen. War ich noch nicht beim Lehrer mit Level 31? Ein erfahrener Jäger wie ich hat viele Tricks zu verkaufen. Okay, so, haben wir uns den zweiten Rang von der Colt-Rakete geholt. Und vom Railschuss den nächsten Rang. Das ist wirklich immer geil, wenn jemand sagt, kann mir bitte jemand irgendwer helfen. Das ist die Information. Ich werde jetzt die Bonusreihe jetzt auch nicht machen hier auf Tatooine. Die ist einfach zu langatmig. Zumindest fürs Let's Play. Besonders wenn es um die Helden 4 darum geht. Besonders wenn es um die Helden 4 geht. Ey, das dauert eine halbe Ewigkeit, ehe man überhaupt eine Gruppe zusammen hat. Alderaan, wir kommen. Wir kommen noch nicht ganz alle ran. Wir müssen erstmal die Quest noch abgeben auf via Holodeck. Oder Holoterminal ist es ja hier. Ach, Intercom muss ich benutzen. Hey, ihr seid zurück? Und Theresius lebt immer noch. Ihr beiden hängt wohl aneinander, was? Mein Name ist Gold. Schon vergessen? Gold Renault. Und ja, wir kommen ganz prächtig miteinander aus. Tatsächlich? Ja, es stimmt. Wenigstens einmal sagt er die Wahrheit. Mal sehen, wie lange das anhält. Ich habe genug von sengender Hitze und Sand. Wie wäre es, wenn wir uns dem nächsten Ziel widmen? Ja, da bin ich dafür. So, benutze das Holoterminal deines Schiffs. Ich habe Theresius Loca eliminiert. Das glaube ich erst, wenn ich den Scan sehe. Na, wer hätte das gedacht? Der Bioscan der Leiche passt. Du hast gerade sehr viele Verbrecherbosse sehr glücklich gemacht. Außerdem ist die Konkurrenzliste um einen Eintrag kürzer. Theresius Lokai kommt auf deine Liste. Bleib weiter so hungrig, Jäger. Okay, tu mir das doch einfach mal. Na dann, auf nach Alderaan. Jäger! Oh, verdammt! Gut. Wir brauchen jedes Schiff, das... Nein, wollte ich jetzt nicht machen. So, ich wollte jetzt hier keinen Raumkampf anfangen. Ich wollte die Sternkarte aufrufen. So, Alderaan. Nächstes Mal bei Mora. Hier ist Alderaan. Das benutze ich eh gleich wieder von Alena, also von daher können wir uns derzeit den verstrahlten Planeten Alderaan angucken. Naja, sieht doch eher aus wie die Erde, nicht ganz so verstrahlt wie Hutta. Man hört immer wieder, wie schön Alderaan sein soll. Sieht so aus, als würde ich es mitten in einem Krieg sehen. Wenigstens wird es auf den Holos noch gut aussehen. Hey, Kopf hoch! Keine Panik. Wenn wir die große Jagd gewonnen haben, machen wir gemeinsam Urlaub. Wirklich? Ist das euer Ernst? Natürlich. Du nennst den Ort und los geht's. Danke, das bedeutet mir viel. Zeit herauszufinden, wer zwischen uns und einer Woche am Strand steht. Willkommen auf Alderaan, Jäger, dem ehemaligen Touristenzentrum der Kernwelten.
Dein Ziel hier auf Alderaan ist ein Adliger, der Durastal-Duke genannt wird, weil er für seine unglaubliche Überlebensfähigkeit bekannt ist. Tausende Attentäter haben vergeblich versucht, den Duke zum Schweigen zu bringen, aber dich hat er ja noch nicht getroffen. Zuletzt wurde er beim Haus Girard gesehen. Sie sind Gäste des Hauses Thul, also würde ich die Suche dort starten. Viel Glück. Sieht so aus, als hätte sie ein paar Details vergessen. Ein Glück, dass ich dabei bin. Fahrt fort. Erzähl mir mehr. Ich hasse Überraschungen. Nur ein kurzer Überblick. Als die Königin von Alderaan vor ein paar Jahren gestorben ist, hat sich der Oberbefehlshaber des Militärs zum König erklärt. Das hat aber nicht funktioniert, sodass nun die drei größten Häuser um die Krone kämpfen. So, wer sind die Häuser? Ich muss mehr über die Hauptakteure erfahren. Also, General Buris Ulgo ist der Kerl, der sich selbst zum König erklärt hat. Und sein Haus kontrolliert den größten Teil des ehemaligen alderanischen Militärs. Die Häuser Organa und Thul sind Ulgos einzige echte Gegner. Aber sie schlitzen sich auch gegenseitig die Kehlen auf. Organa will, dass Alderaan wieder Teil der Republik wird. Und Thul konnte mit der Hilfe des Imperiums aus dem Exil zurückkehren. Hey, hört ihr noch zu? Entschuldigung, ich war nur beeindruckt. Ja, sehr gute Arbeit. Und gründlich. Das ist alles ziemlich bekannt. Ich hatte auf der Reise hierher genug Zeit zum Lesen. Kommt schon, wir sollten dem Haus Girard besser einen Besuch abstatten. Oh, eine Sache noch. Die Adligen von Alderaan sind anders. Sie halten sich für unbesiegbar und lassen sich nicht leicht beeindrucken. Ganz egal, wie groß die Waffe ist, mit der ihr rumfuchtelt. Na, das wollen wir noch mal sehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die sich auch ganz gut einschüchtern lassen, wenn man ihnen lang genug in die Fresse schlägt. Halt. Gold. Das nennt ihr also zu Hause. Ein wenig dürftig, was? Da habt ihr recht. Daran ist der Vorbesitzer schuld. Habt euch ein Bastlerobjekt zugelegt, was? Das Schiff ist nicht schlecht, aber es braucht einen neuen Anstrich. Ein paar Kopfgelder müssen einen weiten Weg zurücklegen, um das hier auf Vordermann zu bringen. Denkt darüber nach. So ist ein guter Vorschlag. Es könnte nicht schaden, diesen Blechkübel ein wenig gemütlicher zu gestalten. Ich kann euch ein paar Leute empfehlen, die eine gute Auswahl an Teilen zum Vorzugspreis haben, um euer Budget nicht zu sehr zu strapazieren. Tja, wir können nicht alle stinkreiche Verbrecherbosse sein, aber diese Kopfgeldgeschichte ist auch nicht übel. Außerdem gefällt mir die Idee, zur Abwechslung mal der Jäger zu sein, auch wenn es ein primitives Leben bedeutet. So, Alderaan. Voraus geht zu überleben dem Ladebildschirm. Das ist wirklich furchtbar in dem Spiel. Diese Ladebildschirme. Nicht der Ladebildschirm an sich, sondern die Dauer. So, damit wären wir auf Alderaan gelandet und jetzt machen wir uns mal auf den Weg zum Haus Girard.